gonna switch back to German für unseren nächsten Vortrag. Da ist sie schon, Katrin Glinker, die jetzt als nächstes spricht. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und forscht zur digitalen Technologien im kulturellen Kontext, Datenvisualisierung und Human-Computer Interaction. Sie leitet das HCC Data Lab in der Forschungsgruppe Human-Centered Computing an der FU Berlin und promoviert gleichzeitig eine Multibegabung an der Universität, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie wird heute den technisch-kuratorischen Komplex einer kritischen Reflexion unterziehen, unter dem Titel Alter Kanon, neuer Bias, so heißt ihr Vortrag, also aus Altem was Neues lernen. Da freut sich mein Kulturwissenschaftlerherz, ich bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Einführung. Ich habe zwischendurch schon während des ganzen Vormittags immer wieder Folien ausgetauscht und welche, die ich rausgeschmissen habe, wieder reingezogen, weil ganz viele Punkte schon von den Vortragenden vor mir genannt wurden. Ich hoffe, dass ich damit nicht in einem kompletten Chaos versinke, aber wir werden mal schauen, was passiert. Genau, mein Vortrag heute heißt Alter Kanon, neuer Bias. Das hintet schon so ein bisschen auf die Sache, die mich interessieren oder Themen, die mich interessieren, nämlich, dass wir eigentlich als KulturwissenschaftlerInnen, als Menschen, die im Kultur- und Kunstbereich tätig sind, schon immer mit Ausschlüssen konfrontiert waren, schon immer mit Selektionsprinzipien umgegangen sind oder umgehen mussten, schon immer damit konfrontiert waren und es mit eindenken mussten in unserer Arbeit, dass wir bestimmte Dinge sehen und andere Dinge nicht. Wir haben jetzt neue Biases, neue Verzerrungen, die durch die algorithmischen Systeme, die wir nutzen in unserer Arbeit, ob das beim Antragsschreiben und Recherchieren oder bei der Selektion von Dingen sind. Und da möchte ich heute ein bisschen den Blick drauf werfen und vor allem, wichtiger Disclaimer vorab, mein Fokus liegt primär auf der Oberfläche, auf den Interaktionsoberflächen der Systeme, also auf den Interfaces und den Interaktionen, die mit solchen Systemen ermöglicht werden. Meine Leitfrage für heute ist, wie können wir technikinhärente Potenziale algorithmischer Verfahren, die auch das Potenzial besitzen, in Fragestellungen des alten Kanons voranzutreiben, nutzen, wenn wir doch gleichzeitig wissen, dass sie wiederum eigene Verzerrungen integrieren. Und ich schlage dazu am Ende vor, für die Gestaltung von algorithmischen Systemen das Gestaltungsprinzip der kritischen Reflexion zugrunde zu legen. Genau, wir befinden uns in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, wo wir ganz häufig die Narrationen hören, den Mythos der digitalen Transformation. Alles verändert sich, auch im Museum. Solche Narratives of Technology as Change, wie Baranya und Henriques sie nennen, sind geprägt von einer starken Fokussierung auf eben die angeblichen oder vermeintlichen Umbrüche, also auf Dinge, die sich fundamental im Kern verändern. Und damit verschleiern wir aber sehr schnell, dass ganz viele Dinge auch gleich bleiben oder dass digitale Technologien, algorithmische Verfahren schon auch zu einer Konsolidierung von Systemen und Strukturen beitragen können. Eva hat sehr schön dargestellt, wie Dinge, die sich einmal eingeschrieben haben in diese Modelle, immer weiter reproduziert werden. Das heißt also, digitale Technologien heißen nicht automatisch Disruption und Veränderung. Und sie können eben auch zu einer Festigung einer Struktur beitragen oder dessen Wirkung verstärken. Und wenn wir uns jetzt nochmal mit dem Kern von Museen, dem Wissenskern von Museen auseinandersetzen, nämlich Sammlungsdatenbanken, die als Instrumente der systematischen Wissensrepräsentation und Organisation eingesetzt werden, hat die Umstellung dieser Systeme auf digitale Datenbanken nicht dazu geführt, dass die kanonische Ordnung der Objekte oder kanonisches Wissen über Objekte überwunden wurde. Ganz im Gegenteil, Sammlungsdatenbanken reproduzieren und manifestieren bestehendes Wissen auch im Digitalen. Der alte Kanon bleibt also intakt. Und Kontinuität statt Transformation zeigt sich eben genau in diesem Bereich der Wissensrepräsentation und Organisation. Und da könnte man sich jetzt noch mal kurz historisch anschauen, wie es denn dazu gekommen ist. Denn in dieser Kontinuität lag auch eine Intention oder das war ein erklärtes Ziel in der Entwicklung der ersten digitalen Datenbanken für museale Nutzung. Ich zeige hier nur beispielhaft einen Technical Report, der in den 90er Jahren erstellt wurde und sich mit Datenkatalogen und Systemen
für das Sammlungsmanagement beschäftigt hat. Und hier sieht man, dass es ein explizit ernanntes Ziel war, einen sanften Übergang von der konventionellen, also der analogen, zur computergestützten Sammlungsverwaltung zu schaffen. Und solche und andere Kontinuitätsbekundungen aus den Anfängen der Computerisierung in Museen wirken auch bis heute nach und sind nicht nur sehr offensichtlich in den Interfaces der führenden Sammlungsdatenbanken zu sehen, sondern sie wirken primär weiter in der Wissensrepräsentation und Wissensordnung und auch den Erschließungsstandards, beispielsweise der Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten, der von der Eingangsdokumentation bis zur wissenschaftlichen Erschließung beschreibt, wie man vorgeht, mit den Objekten umgeht, rausgegeben vom Deutschen Museumsbund. Der wird auch 2011 ohne größere Revision weiter in dieser Fortführung der geltenden Standards, vertritt diese weiter. Dass sich also seit dem Beginn der Nutzung digitaler Systeme im Museum keine grundlegende Transformation der Wissensrepräsentation feststellen lässt, ist durchaus nicht überraschend. Also ich möchte das gar nicht jetzt irgendwie, oh mein Gott, warum habt ihr das verpasst, benennen. Es gibt sehr viele ökonomische und personelle Gründe dafür, weil das wäre unfassbar aufwendig gewesen, sehr teuer. Es gab damals teilweise noch nicht die Technologien, die man gebraucht hätte, um das dynamischer zu gestalten. Also es gibt sehr, sehr viele Bedingungen, die darauf eingewirkt haben. Aber trotzdem steht das in einem radikalen Kontrast zu dem, was gleichzeitig in den Ausstellungsräumen der Museen stattfindet, wo ephemere Interpretationen entlang der Objekte, Narrationen angeboten werden, die ganz explizit kritisch, institutionskritisch, kulturkritisch mit den Objekten in den Sammlungen umgehen. Und das heißt also, diese Differenz der alte Kanon versus fluiderer Interpretation bleibt im Digitalen bisher bestehen. Warum ist das jetzt auch im Kontext der Beschäftigung mit Kunst, Kultur, Algorithmen, Kuratieren, Zugriffen auf museale Objekte relevant? Wie wir heute gesehen haben, wirken solche Wissensstrukturen weiter. Wenn ich diese Bild-Text-Paare nehme und damit Modelle trainiere, dann schreibe ich diese Logiken weiter und reproduziere sie. Aber auch auf der sehr banalen Ebene der Recherche, ob das jetzt für einen Text ist, für eine Ausstellung, für einen Antrag, nutzen wir digitale Zugänge zu Sammlungen, um unser Wissen abzugreifen. Das heißt also, diese ursprünglich intern genutzten Museumsdatenbanken, die primär auch zur Sammlungsverwaltung eingesetzt wurden, sind mittlerweile eben nicht mehr nur intern, sondern sie sind öffentlich zugänglich. Ich kann in Sammlungen online recherchieren. Und dabei wird selten thematisiert, dass ich da auf Wissen zurückgreife, was sehr historisch gewachsen ist, teilweise hegemoniale Strukturen abbildet, die wir heute vielleicht nicht mehr so sehen würden. Und ich habe hier nur mal so sehr exemplarisch ein Beispiel rausgesucht, dass die unterschiedliche Verschlagwortung von Objekten in unterschiedlichen Museumskategorien, also Kunstmuseen, wo Objekte als Kunst behandelt werden, und ethnologischen Museen auch heute in digitalen Sammlungen reproduziert werden. Denn selbst wenn ich Objekte habe, die das gleiche Material haben, nämlich aus Elfenbein gefertigt sind und ähnliche Objekttypen und Funktionen haben, wie zum Beispiel hier in dem Fall Elfenbeintrompeten, also Instrumente oder Hörner, die Töne produzieren, finde ich die nicht, wenn ich den Suchbegriff nicht kenne, den Erschließungsbegriff nicht kenne. Das heißt, ich musste hier nach zwei verschiedenen Begriffen suchen, um diese sehr ähnlichen Objekte miteinander in eine, darauf zugreifen zu können. Es gibt zum Glück mittlerweile auch zahlreiche Beispiele, die eine verstärkte Beschäftigung mit der Frage voranstellen, wie man Datenbanken anders denken kann, wie man zum Beispiel nicht relationale Datenbanken zur Wissensrepräsentation nutzen kann oder wie man Verfahren, wie wir heute gesehen haben, zur algorithmisch gestützten Objekterschließung oder der bildbasierten Zugriffs machen kann oder voranbringen kann. Und hier mal beispielhaft ein Projekt von Andrea Scholz aus dem Ethnologischen Museum der SMB. Das Projekt ist von ihr initiiert und wird auch in dem gleichen Programm gefördert wie Training the Archive. Und das Amazonia Future Lab hat eben das Ziel, eine Pluralisierung des museal erfassten Wissens zu Objekten zu erreichen. Was allerdings zu beobachten ist, ist, dass die meisten solcher Ansätze
die versuchen, museale Ordnungen auch in den Datenbanken neu zu denken, meist leider in kurzfristig geförderten Projekten verharren und die breite Umsetzung in der musealen Praxis oder gar die infrastrukturelle Wissensordnung noch lange nicht abgelöst wird. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen bleak, I know, aber das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass algorithmische Verfahren oder digitale Technologien keinerlei transformatives Potenzial im Kontext des musealen Sammelns und Ausstellens, des Kuratierens entfalten können. Aber, und das ist der Punkt meines heutigen Beitrags, dieses Potenzial löst sich nicht automatisch von alleine ein, sondern es muss ein erklärtes Gestaltungsziel für die entsprechenden soziotechnischen Systeme sein. Wir haben es also mit einem sehr komplexen Gestaltungsraum zu tun und über einige dieser Aspekte, die diesen Gestaltungsraum ausmachen, haben wir heute auch schon sehr tolle und tiefgehende Beiträge gehört, deswegen kürze ich das jetzt an dieser Stelle ein wenig ab und möchte nur sagen, dass wir die algorithmische Prozessierung und Verknüpfung von Daten und Informationen, die sich grundsätzlich in diesem Gestaltungsraum eröffnen, eben auch in tatsächliche Funktionen umsetzen müssen, die wir in einer Software oder in einem User-Interface den NutzerInnen zur Verfügung stellen. Das heißt also, die Interaktion mit diesem System verstehe ich immer im Sinne eines Sense-Making oder auch eines Decision-Making-Prozesses, welche Objekte sehe ich als relevant an für meine aktuelle Fragestellung. Und wir verstehen oder wir sprechen in der Forschungsgruppe immer von dem hybriden Material, das wir gestalten müssen. Und dieses hybride Material besteht eben aus Daten, aus Algorithmen und Interaktionen. Und die sind sehr stark kontextualisiert in dem Kontext, in dem die Menschen, die mit diesen Systemen interagieren, arbeiten. Ich möchte hier im nächsten Teil ein paar Beispiele zeigen, was ich damit meine, was diese Gestaltung dieses Raums angeht und welche algorithmischen Ansätze man nutzen könnte, um die analoge Wissensordnung, die kanonische Ordnung im Analogen eben nicht im Digitalen weiter stehen zu lassen, sondern sie vielleicht so ein bisschen aufzurütteln oder andere Sichten darauf anzubieten. Und ein Ansatz dazu sind Visualisierungen. Und noch ganz kurz dazu, bei all den Dingen, die ich jetzt nenne, ist klar, dass sie wieder eigene Verzerrungen mit reinbringen. Ich versuche das an den Stellen, wo es gut benennbar ist und nicht zu weit wegführt, auch gleichzeitig mitzubenennen, welche wiederum durch diese algorithmischen Verfahren neu eingebrachten Verzerrungen wir dann vor uns sehen. Und der erste oder die erste Verzerrung ist sozusagen so eine Art General Disclaimer, die ich voranstellen möchte, nämlich wenn ich über Visualisierungen spreche, dann meine ich die algorithmische Transformation von Daten in visuelle und interaktive Interfaces und visuelle Repräsentationen von Daten. Und wenn man mit Visualisierungen arbeitet, muss man sich sehr bewusst darüber sein, dass die ihre disziplinäre Heimat oder Herkunft eben oder ihre Wurzeln in den technisch-mathematischen und empirischen Wissenschaften haben. Und daher werden Visualisierungen häufig, ob man möchte oder nicht, im Sinne einer quantifizierten oder gar positivistischen und vollständigen Repräsentation gelesen, missverstanden, manchmal auch als solche inszeniert. Das bedeutet dann auch, dass Visualisierungen die bestehenden Wissensordnungen jetzt unter algorithmischer Verschleierung sogar noch reproduzieren oder skalieren können. Wie Johanna Drucker schreibt, the graphical force conceals that no data pre-exists their parameterization. Data are captor, taken, not given, constructed as an interpretation of the phenomenal world, not inherent in it. Das heißt also, was wir uns immer bewusst machen müssen, ist, dass nicht nur die zugrunde liegenden Daten gemacht sind, sondern dass auch jede Visualisierung, jeder Schritt in dieser Übersetzung dieser Daten in interaktive Repräsentation gemacht ist und dass ganz bewusste oder teilweise auch unbewusste Entscheidungen sind. Das heißt, keine Visualisierung ist eine objektive Sichtbarmachung von Daten und genauso wenig wie eine Selektion von Objekten in einer Ausstellung eine objektive Entscheidung ist, dass das die wichtigsten und relevantesten Objekte sind. Das heißt aber auch, dass wir Visualisierungen dazu nutzen können, ganz bestimmte Interpretationen und Narrationen in den Vordergrund zu stellen und zu betonen. Das heißt also, diese Verzerrung ist nicht nur im Sinne eines negativen Bias zu verstehen, sondern in dieser interpretativen Kraft oder argumentativen Kraft von Visualisierungen liegt meiner Meinung nach auch ihr Potenzial.
Und um das mal so ein bisschen zu illustrieren, zeige ich hier im Hintergrund eine Arbeit, die ich gemeinsam mit Sebastian Meyer und Marian Dirk in einem Paper Visualizing the Unseen vorgeschlagen habe, indem wir nämlich vorschlagen, das Potenzial von Visualisierungen zu nutzen, um den Kanon, die Ausschlüsse, die Zusammensetzungen von Sammlungen sichtbar zu machen und zu thematisieren. Denn üblicherweise dienen Visualisierungen dazu, das, was da ist, in den Vordergrund zu stellen und zu visualisieren. Und unsere Idee war an dem Punkt zu sagen, lass uns doch mal Visualisierungen so denken, dass sie auf die Leerstellen aufmerksam machen. Also wo sind die Blank Spots, wo sind die Ausschlüsse, wo wir vielleicht noch überhaupt nichts in unserer Sammlung dazu haben, und sei das geografische Verteilung oder welche Canvas man auch immer darunter legen möchte. Und wir haben stattdessen eben vorgeschlagen, für die Gestaltung von Visualisierung Interfaces zu denken und zu konzipieren, die explizit das Überdenken von Kategorisierungen und Präsentations- und Clustermodi und die Exklusionsmechanismen, die dazu einladen, das zu überdenken. Und in einem der Konzepte, was ich hier nur so als very low-tech Mockup zeige, schlagen wir vor, dass wir nicht nur Visualisierungen zur Verdeutlichung der Leerstellen nutzen, sondern auch die Möglichkeit geben sollten, die Datenspende zu ergänzen und auch Attribute zu erweitern. Neben solchen sehr konzeptuellen oder spekulativen Arbeiten sind Visualisierungen von Kulturdaten, aber auch in der praktischen Umsetzung in den letzten paar Jahren immer bedeutender geworden für die Möglichkeit, ins Digitale übertragene analoge Wissensordnungen ein wenig zu erweitern. Und wir haben 2019 eine State of the Art Survey erstellt, für die wir 70 Visualisierungsinterfaces analysiert haben. Und basierend auf dieser Survey diskutieren wir dann 7 besonders relevante Potenziale, aber gleichzeitig auch die damit einhergehenden Herausforderungen für Visualisierung im Kulturerbebereich. Und eine dieser Herausforderungen, die ich kurz illustrieren möchte, ist die der Unsicherheit. Das lässt sich in musealen Sammlungen oder in historischen Datenkontexten immer sehr gut illustrieren, denn wir haben ganz häufig haben wir es mit Objekten zu tun, bei denen wir einfach eine zeitliche Unsicherheit haben. Es gibt zwar auch Objekte, die sind datiert, wie Briefe oder Korrespondenzen, aber dann haben wir halt auch Kunstwerke, die vielleicht auch über einen Zeitraum immer wieder überarbeitet wurden. Und wenn ich jetzt eine Visualisierung entwickeln möchte, die auf die zeitliche Ebene auch eingeht, weil ich das als wichtige Referenz finde oder die als wichtige Canvas verstehe, dann habe ich ein Problem, wie ich damit umgehe. Eine Möglichkeit ist, Datierungen oder zeitliche Zuordnungen eben nicht nur als Zeitpunkte zu definieren und darzustellen, sondern als Zeiträume, als Linien abzubilden. Und man kann zusätzlich visuelle Encodings dafür benutzen, um Unsicherheiten durch Schraffuren beispielsweise deutlich zu machen, um anzumerken, visuell sichtbar zu machen, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen gesicherten, dokumentierten zeitlichen Angaben und unsicheren, spekulativen Angaben. Das Beispiel, was ich hier zeige, ist aus der Masterarbeit von Marc-Jan Bludau. Die ist entstanden im Kontext des Forschungsprojektes VICOS an der FHP. Und er hat damit im Grunde genommen eine Leerstelle gefüllt, die wir mit unserem eigenen Prototypen, den wir in diesem Projekt entwickelt haben, nicht auflösen konnten. Und dieser Prototyp ist die Visualisierung der Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV. Ich lasse die mal so im Hintergrund ein bisschen laufen, die ich gemeinsam mit Christopher Pietsch und Marian Dirk entwickelt habe. Und bei unserem Prototypen standen andere technische und gestalterische Fragen im Vordergrund. Deswegen haben wir die zeitliche Unsicherheit tatsächlich in dem Fall so ein bisschen ignoriert und nicht adressiert, dass es da keine gesicherte Datierung dieser Objekte gab. Das heißt, wir haben die Zeichnungen als feste Datenpunkte auf einem Histogramm in einer Zeitleiste angezeigt und visualisiert. Das heißt also, diese Visualisierung von uns ist eine absolute Verzerrung. Das heißt, sie adressiert diese Unsicherheit in Daten überhaupt nicht und verschleiert sie zudem algorithmisch, weil sie sie auf festen Jahren in der Zeitleiste positioniert. Ich nutze dieses Beispiel auch, um noch einen anderen Aspekt zu illustrieren. Wir haben nämlich in dieser Anwendung dann auch überlegt, welche alternativen Sichten man auf diese Daten anbieten kann, und das ist dann die Verknüpfung zwischen den Selektionen oben mit den Stichworten und der Anzeige als Cluster basierend auf Ähnlichkeiten.
Dazu haben wir heute schon ganz viel gehört, wie man das ungefähr berechnen kann. Deswegen skippe ich auch diesen Teil. Aber der Punkt ist, den ich hier machen möchte, damit man solche Cluster herstellt und zum Beispiel solche Grid-Ansichten machen kann, durchläuft man einen unglaublich komplexen Prozess, in dem sehr viele verschiedene algorithmische Prozessierungen auf die Objekte und deren Anzeige, deren Position beispielsweise in der Dimensionsreduktion einwirken. Die meisten Interfaces, die wir kennen, verschleiern das eben. Sie machen das nicht explizit. Man kann dann zum Beispiel, wenn man sich nicht tiefergehend damit beschäftigt oder auskennt, nicht verstehen, warum bestimmte Dinge wo platziert sind oder fehlinterpretiert vielleicht die berechnete räumliche Nähe mit einer tatsächlichen inhaltlichen Nähe. Und mit dieser Problematik, dass, anders gesagt, ein bekanntes Phänomen ist die Over-Reliance in Machine Learning oder KI-Systeme, wie sie genannt werden. Das heißt, selbst Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, nehmen manchmal den Output eines ML-basierten Systems als überzeugend wahr. Dazu gibt es Studien. Und einen Ansatz, den wir jetzt gerade entwickelt haben, und in einem Paper gerade eingereicht haben, ist diesen Prozess und die Vielfalt, die vielfältigen möglichen Outcomes dieser algorithmischen Prozesse sichtbar zu machen und den interpretativen Charakter dieser algorithmischen Prozesse stärker zu betonen. Also beispielsweise, indem man bei der Tisney-Dimensionsreduktion nicht nur ein Cluster am Ende anbietet, sondern viele verschiedene, je nachdem, wie häufig man diese Dimensionsreduktion über die Daten hat laufen lassen. Und die Nutzenden dieses vorgeschlagenen Systems können interaktiv mit den Vorschlägen des Systems interagieren und am Ende entscheiden, welches Cluster, welches System-Output korrespondiert am besten mit meiner aktuellen Fragestellung oder mit meiner eigenen Sicht auf die Daten und kann die dann wieder weiternehmen in den weiteren Bearbeitungsschritt. Genau, das ist so schon mal ein Beispiel für einen Schritt in eine Richtung, den ich jetzt am Ende noch kurz benennen möchte, nämlich bei solchen Hintereinanderschaltungen von größtenteils intransparenten algorithmischen Transformationen ist eben klar, dass eine Reihe von Verzerrungen auftreten. Und wir haben heute schon viel über die Bedeutung der Trainingsdaten gehört oder die Gewichtung von Modellen oder eben die Dimensionsreduktion. Was bedeutet es aber jetzt, wenn wir diese Verzerrungen, diese Biases kennen und auch anerkennen, dass sie eine Bedeutung und einen Einfluss darauf haben, wie wir mit diesen Objekten und mit diesen Sammlungen umgehen können, wenn wir gleichzeitig sagen, wir wollen aber die Potenziale nutzen, die diese Technologien auch mit sich bringen. Und wir beschäftigen uns aktuell in der Forschungsgruppe mit der Frage, wie man Kritik und Reflexion in algorithmische Systeme als Gestaltungs- und Interaktionsparadigma integrieren kann. Also noch kurz sozusagen als Background, wir beschäftigen uns mit der Gestaltung von Systemen und Interaktionen zwischen Menschen- und Machine Learning-basierten Systemen unter der Prämisse der Zusammenarbeit. Das wurde auch gerade schon ein paar Mal erwähnt. Das heißt, die Zusammenarbeit ist so eine Art der Gegenpart zur Automatisierung. Also es geht nicht darum, menschliche Fähigkeiten nachzumachen, sondern menschliche Fähigkeiten zu ergänzen, indem ich die Dinge, die Machine Learning-basierte Systeme besonders gut können, den Menschen zur Verfügung stelle. Und im Kontext der HCI-Forschung wird das Ganze unter Human-AI-Collaboration beforscht. Und was meine ich jetzt, wenn ich sage, in diesem Kontext müssen wir oder sollten wir kritische Reflexionen als Gestaltungsparadigma integrieren? Und auch da nochmal zurück zum Anfang, was ich betont habe, uns geht es um digitale End-UserInnen, also NutzerInnen, die mit diesen Systemen zum Beispiel ihre Arbeit, ihre Forschung unterstützen wollen. Und wir alle hier sind uns im Klaren darüber, welche Biases, welche Verzerrungen, welche algorithmischen Prozesse mit sich bringen. Aber die meisten Nutzenden haben dieses Wissen nicht. Das heißt also, wenn ich sie mit einem sehr clean gestalteten Interface konfrontiere, was nach einem Suchslot wie bei Google aussieht oder was mir einfach keine weitergehenden Informationen bietet, dann bleiben diese Biases und Verzerrungen den meisten eben unbewusst. Und die Referenz auf Kritikalität und Reflexion als Bezugspunkt ist gleichzeitig etwas, was extrem schwer zu fassen ist.
Sie sind zwar irgendwie Bestandteil eines geisteswissenschaftlich-kulturwissenschaftlichen Selbstverständnisses, aber für die Modellierung und die Gestaltung von Systemen, die aktiv eine kritische Reflexion unterstützen sollen, reicht es nicht aus. Da müssen wir viel besser beschreiben können, was denn das genau für Aspekte sind, die wir bedenken müssen. Und genau mit dieser Frage oder genau für diese Annäherung an diese Frage habe ich eine Interviewstudie durchgeführt mit 12 KunsthistorikerInnen. Und im ersten Teil der Interviewstudie ging es primär darum, die Vorstellungen der ProbandInnen in Bezug auf Potenziale und Herausforderungen von im Umgang mit algorithmischen Systemen zu erfragen und auch zu verstehen, welche Bedeutung für sie kritische Reflexion hat in ihrer Forschungsarbeit, in ihrer Ausstellungspraxis und wie sie das auch denken in Bezug auf die Interaktion mit digitalen Systemen, mit Datenbanken, mit Machine Learning-basierten Systemen. Weil das Sprechen über Interaktion und Nutzung von Systemen immer so ein bisschen abstrakt bleibt, haben wir dann das Interview ergänzt mit einer Software Exploration. Das heißt, wir haben ProbandInnen mit Images AI konfrontiert, was Fabian Offert zusammen mit Peter Bell entwickelt hat und ja heute auch schon ein paar Mal referenziert wurde. Und wie Dominik ja auch gerade dargestellt hat, ist es immer extrem schwer, so im Theoretischen darüber zu sprechen, was man mit diesem System suchen machen könnte, wenn man keine tatsächliche Aufgabe hat. Das heißt, die ProbandInnen waren aufgerufen dazu, eine Fragestellung aus ihrer aktuellen Arbeit mitzubringen. Das könnte eine Recherchefrage sein, das konnte auch einfach nur eine, ich suche irgendwie nach einem Bild, was so ähnlich aussieht, sein und haben dann dieses System genutzt, während ich ihnen zwischendurch Verständnisfragen gestellt habe. Sie waren aufgefordert dazu, laut zu sprechen, ihre Verwunderungen zu äußern, ihre Gedanken zu äußern, so eine Art Think-Aloud-Session war das dann. Und wir haben dann in der Analyse der Interviews und der Software Exploration geschaut, ob es da zum Beispiel Dissonanzen gibt. Und vor allen Dingen hat uns interessiert, ob die ProbandInnen dazu in der Lage sind, ihre kritische Reflexion, die sie als Kunst- und KulturwissenschaftlerInnen verinnerlicht haben in ihrem Selbstverständnis und auch als Anspruch formulieren an sich und ihre KollegInnen, ob sie das schaffen zu übertragen auf die Nutzung mit diesem System. Also beispielsweise hinterfragen Sie die Herkunft der Daten, schauen Sie sich die Dokumentation der verlinkten Modelle, also CLIP zum Beispiel ist integriert und ist verlinkt in einem Infotext gewesen, schauen Sie sich an, was dahinter liegt, verstehen Sie überhaupt das, was dahinter liegt oder welche Fragen haben Sie eigentlich, die nicht beantwortet werden. Genau, und daraus haben wir dann Gestaltungsdimensionen oder Designdimensionen abgeleitet, bei denen wir weiterschauen wollen, wie wir in der Gestaltung diese Dimensionen beantworten oder ja, uns damit beschäftigen können, um eben eine Critical Reflective Human AI Collaboration zu ermöglichen. Ich kann ja aus Zeitgründen leider nicht auf alle dieser spezifischen Designdimensionen eingehen, möchte aber nur ganz kurz die nächsten Schritte zur Vertiefung erwähnen, nämlich, dass wir in vielen dieser, also einige dieser Design-Dimensionen sind im Grunde genommen bekannt. Also wir wissen, dass wir Explanations brauchen, um Systeme interpretierbar zu machen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass das nochmal andere Explanations sind, als das, was man gemeinhin unter Explainable AI versteht, was sehr technische, algorithmische Verfahren sind, um zum Beispiel Modelgewichtungen zu erkennen. Das wäre etwas, was für den Nutzungskontext der KunsthistorikerInnen überhaupt nicht unbedingt so hilfreich ist. Das wäre viel zu komplex. Und das geht dann so ein bisschen in die Richtung, was wir heute auch gesehen haben, dass man eher mit so einem kunsthistorisch-bildwissenschaftlich informierten Blick draufschaut und versucht zu verstehen, was könnten denn da vielleicht die dominanten Features sein, die bei dem System dazu führen, dass, wenn ich von dem einen Embedding aufs nächste wechsle, andere Ähnlichkeiten berechnet werden. Das ist jetzt nur so eine sehr kurz zusammengefasste Versuch der Beschreibung, in welche Richtung das geht. Aktuell erstellen wir in Zusammenarbeit mit einer Masterstudentin ein Mapping, wo wir die technischen Möglichkeiten von Explanations mit den Explanation Needs der ProbandInnen versuchen, in einen gemeinsamen Space zu bringen. Und daran anschließend würden wir dann mit KunsthistorikerInnen erste Gestaltungsansätze in partizipativen Workshops entwickeln, um eben diese Erklärungen im kunsthistorischen Bedeutungsrahmen zu kontextualisieren.
Genau, daraus entwickeln wir dann Prototypen, die Hypothesen sind, die wieder überprüft werden müssen. Und ich hoffe, dass ich demnächst dann auch über die Ergebnisse zu dieser Forschung berichten kann. Jetzt ist das erstmal nur der Ausblick dahin, womit wir uns gerade beschäftigen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Glinker, für diesen ausführlichen Ausblick, der uns in die Tiefen der Probleme und Herausforderungen geführt hat, die da noch vor uns liegen. Alle miteinander, ja nicht nur für dich. Ja, sehr interessant. Gibt es denn Fragen? Gleich hier vorne geht's los. Super interessant. Ich habe jetzt leider gerade nur den zweiten Teil gehört. Falls ich jetzt also was verpasst haben sollte, entschuldige ich mich schon mal. Was ich, also wir machen in dem Projekt, in dem ich arbeite, was ganz Ähnliches, allerdings also in Form von Befragungen, in welcher Tiefe wollt ihr eigentlich Wissen zu den Algorithmen haben, ne? Also wie transparent sollte eigentlich das Wissen darüber sein, was ihr jetzt hier seht. Und das Tool, das wir entwickeln, ein KI-gestütztes Kuratierungstool, für Nutzerinnen von Museumssammlungen, also Öffentlichkeit, nicht KuratorInnen, sondern Öffentlichkeit, da sind die Ergebnisse frustrierenderweise für MuseologInnen sehr trivial im Sinne von, es interessiert uns eigentlich nicht, was hinter den Algorithmen steckt, sondern wir wollen halt, dass das Ding funktioniert. Jetzt mal ganz platt gesagt, ja. Und da wäre ich neugierig, ob diese Dimensionen bei Ihnen auch vorkommen oder wie Sie damit umgehen. Ja, ich glaube, da ist die Zielgruppe oder die Zusammenstellung der ProbandInnen das Entscheidende. Also die Personen, mit denen ich gesprochen habe, waren alle KunsthistorikerInnen, die aber jetzt in unterschiedlichsten Konstellationen oder in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet haben. Und die es ist jetzt schwer, so über 12 Interviews so eine verallgemeinernde Aussage zu treffen, aber ich würde sagen, die Dinge, die sich schon stärker gezeigt haben, war, dass es, wenn es beispielsweise Nutzungskontexte sind, über die Sie nachgedacht haben, die im Bereich der Forschung liegen, dann war das schon für die meisten extrem wichtig, verstehen zu können, warum Ihnen jetzt diese Dinge vorgeschlagen werden und nicht andere, gerade weil Sie häufig auch die Sammlungen kennen, ne? Und manchmal auch so ein bisschen das System versucht haben zu testen. Ich weiß doch, dass beim Rijksmuseum XYZ ist, warum zeigt es mir das denn jetzt nicht so? Das war schon gegeben. Was ich sehr interessant fand, waren so Aussagen wie, genauso wie ein Kunsthistoriker für mich argumentieren muss, warum er oder sie jetzt findet, dass das relevant ist und in Nähe zueinander steht, möchte ich irgendwie, dass die Maschine mir das auch verdeutlicht, warum das jetzt nebeneinander liegt. Ne? Oder was Sie schon genannt haben, ist, dass Ihnen das fehlt zu verstehen, was passiert, wenn Sie die Einstellungen ändern. Ne? Also zum Beispiel die Embeddings auswählen und ändern oder die Distance anders auswählen. Und das waren schon Dinge, die eingefordert wurden. Also es war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich möchte jetzt exakt verstehen, wie Clip funktioniert. Ich glaube, da wäre die Antwort auch schwer zu geben. Ich weiß nicht, Fabian, können wir das anbieten? Ich glaube, wird schwierig. So weit ging es gar nicht, sondern es war wirklich mehr so dieses Nachforschen wollen, verstehen wollen, warum das jetzt wie reagiert. So. Und ich glaube, das, was wir heute gesehen haben, auch in diesem Reverse, ich versuche den Output des Systems zu interpretieren, um darauf Rückschlüsse zu ziehen, welche Dinge dort dominant sind, das muss gestützt werden. Ne? Also wir, wie gesagt, in dieser Bubble können das vielleicht, manche von uns. Aber das sind Dinge, die nicht automatisch funktionieren, wenn man nicht so ein bisschen versteht, was da eigentlich grundsätzlich passiert in diesem System. So. Aber Desinteresse war auf gar keinen Fall da. Is it okay if I ask? Yeah, sure. Go ahead. Yeah. Thank you very much for the interesting presentation. Some of the things that you mentioned in the beginning reminded me of things, something that Josef Weizenbaum wrote in his book Computer Power and Human Reason. He's the author of Eliza, one of the first chatbots. Mm-hmm. It was written in the 60s, and he was back then writing about how integrating computational systems with a bureaucratic system is actually petrifying specific power structures, and that we come to the point that we cannot implement specific social changes or reforms just because
it is already, you know, there has been so much invested in building that systems. And I think something similar is happening in the museums, because when they went through this digital transformation, like this last decade, and there is a lot of costs involved into building a digital collection, and you have to decide on specific ways of implementing that will have a kind of decades long impact. Yeah. And therefore it was maybe to comment on the possibilities. I think what you're exploring are ways of how to implement it in a dynamic, in an open way, how to leave it, you know, possible, even not just from the technological, a new model appears, but really how to rethink. I think it's a very interesting point that you made, that this kind of old canon and the way that we systemize is still again in the same digital choice, right? Yeah. And what are the consequences? Yeah. So it's more like a comment, but I think it's thank you for kind of stressing that again. I think it's not impossible to change those systems. I mean, Setcom, who produces Museum Plus, they are constantly adapting it, and you can also kind of have your own needs implemented in the system. You can have your own data fields that you can add, and so on and so on. So it's not like that, like it's just a monolith that is forever there and is not, you know, in any way changeable. But we have to actively, we need to implement those changes, and this is not just a technological question. It's also a question of epistemology and of cultural history and how we teach art history and how we understand cultural history and all that. So it's not like an easy fix to just say, oh, let's add some more data fields and then the canon is broken, right? I mean, that would be too easy. So I think it's a way of kind of accepting the things that we cannot change in those systems and in the structure in its entirety, and just trying to find some wiggle space in a way where we can use technologies and design to open it up a bit and to allow, you know, us or others to have alternative use on the material and to deal with it in a more, you know, dynamic manner in a way, which doesn't solve the underlying problems at all. But that's the point, that we just have to keep them in mind. Yeah. Vincent, you had another question. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Also, die Diskussion ist jetzt anders. Ich wollte fragen, Sie haben ja gemeint, dass Sie auch daran forschen, für zusätzliche Visualisierungen zu geben, indem man zum Beispiel TSNI öfters aufruft, mit verschiedenen, ich schätze mal jetzt verschiedene Netzwerke einfach, oder auch verschiedene Parameter. Aber ich frage mich dann, wo hört man dann auf? Also, weil es gibt ja so immens viele Parameter, wenn man jetzt, wenn wir jetzt irgendwie ein neuronales Netzwerk trainieren, also begibt man sich dann nicht in die Gefahr, dem Nutzer vielleicht zu viele Möglichkeiten zu lassen? Genau, und da ist natürlich die menschliche Komponente nicht zu unterschätzen. Das heißt, da sind, in dem Fall ist es Sebastian Mayer, der dieses System implementiert hat, ist natürlich in der Autorität oder in der Entscheidungsgewalt dann zu sagen, okay, hier reicht's, das ist irgendwie ein sinnvoller, meaningful Range, den wir hier anbieten, der, weil irgendwann produziert es halt auch nichts Sinnvolles mehr, ne? Also irgendwann kann man auch eine zu starke Dimensionsreduktion haben, sodass wir am Ende irgendwie keine meaningful Clusters mehr erkennen. Das heißt also, das ist halt genau diese menschliche Komponente, die Interpretationsleistung und die Entscheidung, die man fällen muss in diesen Gestaltungsprozessen. Aber die Idee hinter diesem Beispiel war halt zumindest nicht diesen Eindruck zu erwecken, da ist ein System, da wirft man Daten rein und dann wirft es eine Anordnung, die mathematisch korrekt ist, am Ende raus. Sondern je nachdem, welche Parameter man nutzt, je nachdem, welche Sentence Encoder man nutzt, je nachdem, wie häufig man die Dimensionsreduktion durchlaufen lässt, kommen unterschiedliche Cluster raus, die sich auch teilweise widersprechen. Und das interaktiv sichtbar zu machen und dann in der Interaktion sich zu entscheiden, welches davon man mitnehmen möchte für die weitere Bearbeitung der Daten, ist aus meiner Sicht zumindest schon mal die Deutlichmachung, dass auch die Antworten, ich finde es immer schwierig, in so anthropomorphen Begriffen zu sprechen, aber der Output, die Vorschläge dieses Systems, ganz viele unterschiedliche sein könnten. Und das ist eins davon und da sind aber 15 andere. Und ich muss als Mensch entscheiden, welcher davon Sinn macht. Und das heißt also eine Betonung, es ist kaum zu automatisieren,
Und deswegen müssen wir diese Interaktion zwischen Mensch und System viel stärker in den Vordergrund stellen und die Entscheidungskraft in der menschlichen Kognition, im Sense-Making stärker betonen und ermöglichen. Genau. Gut, vielen Dank. Dann danke ich mich nochmal bei Ihnen, bei dir für den wunderschönen Vortrag und die spannenden Fragen.